Servus Leute, da ist wieder der Martin. Was geht ab? Und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch 5 Apple-Abos vor. Dann haben wir als erstes das Apple One Paket. Das kann man entweder als Einzelperson oder als Familie buchen. Und da drin sind enthalten bei beide Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade und iCloud-Speicher. Und wenn man es als Einzelperson nimmt, ihr seht es ja auch eingeblendet, hat man 50 GB verfügbar und bei der Familie 200 GB. Und bei der Einzelperson kostet das Ganze 14,95 und bei der Familie, wenn man das nimmt, 19,95. Gut, dann kommen wir zu den einzelnen Abos. Fangen wir mit Apple Music an. Da gibt es über 90 Millionen Songs und 30.000 Playlists. Und du kannst da deine Songs runterladen und offline anhören. Es gibt Live-Radio und du kannst da Siri fragen. Und da sagt es jetzt auch nochmal, wo überall du Apple Music hören kannst. Das geht auf dem iPhone, auf dem iPad, auf der Apple Watch, auf dem Apple TV, auf dem Mac und auf dem HomePod. Genau. Und das Ganze kostet dann, wenn man es als Einzelperson nimmt, 9,99 im Monat. Und wenn man es als Familie nimmt, 14,99 im Monat. Gut, dann kommen wir zu Apple TV Plus. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zum sagen. Gute Serien und Filme. Und es kommen jeden Monat neue Apple Originals. Das Ganze kostet dann 4,99 im Monat und geht auf dem Apple TV, iPhone, iPad, Mac und AirPlay. Dann Apple Arcade. Da gibt es über 200 Spiele. Die kosten alle nichts. Und es gibt keine In-App-Käufe und Werbung. Und es kommen jede Woche neue Spiele und Inhalte dazu. Und die Frage Controller. Ja, also bei jedem Spiel kann man mit Controller eigentlich spielen. Es sei denn, ihr seht es einmal eingeblendet. Wenn auf der Produktseite von dem Spiel, also da wo man es runterladen kann, nicht das Controller-Symbol drauf ist, dann kann man es halt nicht mit Controller spielen. Genau. Und der ganze Spaß kostet dann 4,99 im Monat. Gut, dann kommen wir zu Apple Fitness. Da gibt es 11 Trainingsarten plus Yoga, Kraft und geführte Meditationen. Und es kommen jede Woche neue Workouts. Und da seht ihr nochmal eingeblendet, wo ihr das überall machen könnt. Auf der Apple Watch natürlich, auf iPhone, iPad und Apple TV. Und das Ganze kostet dann 9,99 im Monat. Genau. Gut, dann kommen wir zu guter Letzt noch zur iCloud. Ihr seht es einmal eingeblendet. 5 GB sind kostenlos. 50 GB kosten 99 Cent im Monat. Dann 200 GB kosten 2,99 im Monat. Und 2 TB kosten dann 9,99 im Monat. Genau. Gut, das war im Grunde mein Video. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst wie immer gerne mal ein Like oder kostenloses Abo da. Und dann Servus, bis zum nächsten Mal.